Vor knapp 6 Jahren bestritt Mo Itrissou sein letztes von über 300 Profispielen im deutschen Fußball, damals für den 1. FC Kaiserslautern mit den Roten Teufeln gegen Fortuna Düsseldorf am 34. Spieltag der Zweitligasaison. Itrissous Treffer zum 2:2 war sein 95. im deutschen Profifußball. Der FCK verlor dennoch, verpasste den Aufstieg in die Bundesliga und seither ging es für beide Parteien nur noch bergab. Der Kameruner erlebte seinen Negativhöhepunkt vergangenen Dezember. Er saß für 11 Tage in Abschiebehaft in Österreich. Ein fehlendes Aufenthaltsvisum und ein abgelaufener Pass bereiteten ihm Probleme. Er meinte daraufhin, er werde nie mehr nach Österreich zurückkehren. Doch zurückgekehrt ist er in seine alte Heimatstadt Frankfurt am Main, da wo vor 20 Jahren seine Fußballerkarriere beim FSV Frankfurt begann. Heute heißt sein Alltag Verbandsliga mit Rot-Weiß Frankfurt. Der Rückrundenauftakt gegen Rot-Weiß Darmstadt, seine erste Station als Verbandsligastürmer. Itrissou soll die drittschwächste Offensive der Liga wieder neu beleben. Der abstiegsbedrohte Gast aus Frankfurt sah sich erstmal defensiv gefordert. Ecke kommt rein. Itrissou köpft den raus. Kein Problem für den Stürmer aus Kamerun. Defensivarbeiten gehören also auch zum Geschäft. Und weil Fußball ein Mannschaftssport ist, müssen wir auch auf die anderen Akteure mal zu sprechen kommen. Einer von ihnen ist Murat Mahmudov. Der 19-Jährige, ein richtig interessanter Mann, hat in der Jugend bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gekickt. Hier hat er die große Möglichkeit, seine Farben in Führung zu bringen. Doch auch in den folgenden Minuten war nichts von einem möglichen Itrissou-Schwung bei den Gästen zu sehen. Er spielte nur Darmstadt. Der Tabellendritte hatte richtig Bock, wieder Mahmudov. Und diesmal scheiterte er an Daniel Duschner im Kasten bei Frankfurt. Duschner hält die Null, doch sollte auch in den folgenden Minuten viel zu tun bekommen. Der abgefälschte Abschluss landet dann bei Noel Wembacher. Doch der Arm von Dennis Becker, dem Referee, geht schnell hoch. Wembacher auch in der Jugend beim SV Darmstadt gekickt. Es steht mächtig Talent auf dem Platz. Itrissou nicht der Einzige, der was an der Pille kann. Sein neuer Arbeitgeber brauchte ein bisschen, um in diese Partie hineinzufinden. Die Frankfurter dann mit Janel Burcu nach einer guten halben Stunde zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor. Itrissou in diesem Fall nur staunender Beobachter, genauso wie die Hintermannschaft von Rot-Weiß Darmstadt. Frankfurt spielt einmal schnell und störkellos und prompt hat Burcu die gute Möglichkeit für die Führung. Die Gäste spielten insgesamt eine tolle Wintervorbereitung. 4 Siege aus 6 Testspielen, das kann sich sehen lassen. Doch heute offenbarte man defensiv die ein oder andere Lücke. Wie auch in diesem Fall Abdulrahman Sancak mit der nächsten Möglichkeit. Der Haken links und dann mit dem Abschluss gescheitert an Daniel Duschner. Der Torwart der Frankfurter erwischte einen richtig guten Nachmittag und hält die Null für sein Team. Was machte eigentlich Mo Itrissou? Der hing in den ersten 45 Minuten mehr oder minder in der Luft. Beispielhafte Szene. Bitteschön, der Pass ist ein Ticken zu steil für einen, der im März 40 wird. Er verliert das Generationenduell mit Keeper Marlon Allmann, der satte 21 Jahre jünger ist. Beide können nach der Szene weitermachen. Es gibt einen Schmunzeln von Itrissou und es war gleichzeitig auch der Schlusspunkt einer ereignisreichen ersten Hälfte, die ohne Tore in die Pause ging. Die Frankfurter agierten zu Beginn des zweiten Durchgangs offensiv, immerhin mit hochgeklapptem Visier. Die große Frage war, wie kam man Mo Itrissou dann auch mal in der Abschlusssituation wie hier Hassan Demir, der die Riesenmöglichkeit hat auf die Gästeführung, scheitert allerdings auch wie seine Kollegen davor an Marlon Allmann. Insgesamt waren wir an diesem Nachmittag weit davon entfernt, dasselbe spektakuläre Hinspielergebnis zu erzielen. Damals schenkte Darmstadt eine eigene 3:0-Führung innerhalb von 15 Minuten her, um dann letztendlich in der Nachspielzeit doch noch zum vielumjubelten 4:3-Sieg zu treffen. In dieser Phase waren es klar die Gäste, die näher dran waren am Führungstreffer. Idriss Sassar mit dem Abschluss. Doch Allmann war heute an diesem Nachmittag einfach unüberwindbar. Was machte Itrissou eigentlich? Er hing viel in der Luft, wurde allerdings auch wenig gefüttert. Doch dann kam seine große Minute. Itrissou hat die Möglichkeit auf die Führung. Doch die Gleichung Kunstrasen plus Regen ist gleich Rutschpartie. Die gilt auch für einen, der 36 Länderspiele für Kamerun bestritt. Die WM 2010 in Südafrika hat er miterlebt. Und zu seinen besten Jahren hätte er den hier vielleicht gemacht. Hier fehlt sie wieder ein bisschen an Spritzigkeit, deswegen bekommt er den Ball nicht mehr auf den Kasten. Trotzdem, er biss sich rein, er hatte seine Möglichkeiten und es machte ihm Spaß zuzusehen.
Doch auch ein Mo Idrissou wurde in den vergangenen Jahren nicht jünger, daher war sein Arbeitstag nach 83 Minuten beendet, holte sich den verdienten Klatscher von Coach Slobodan Komjinovic ab. Der hatte selbst von 1992 bis 1997 134 Spiele für die Eintracht bestritten, war hauptverantwortlich dafür, dass Idrissou seinen Weg in die Verbandsliga gefunden hat. Und dann war sein Debüt für Rot-Weiß Frankfurt auch schon wieder Geschichte. Idrissou bleibt ohne Treffer in einem torlosen Spiel, das sicherlich ein 0:0 der besseren Art war. Frankfurt und Darmstadt trennen sich also unentschieden und wir fragen mal nach beim Hauptdarsteller, wie es sich denn angefühlt hat. Für mich ist schon positiv. Positiv heißt, weil lange nur Training, keine Pflichtspiel gemacht. Die Jungs haben schon 6 Spiele, Testspiele gehabt. Auch gut gelaufen, aber ich wurde nicht freigestellt. Mo Idrissou also, ein Mann, der im Sport und im Leben sicherlich ganz oben stand, dann allerdings tief gefallen ist und der sich jetzt einfach wieder freut, auf dem Platz stehen zu können.